Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Reportage. Für die 41. Vitra-Projektwerkstatt stellte der kanadische Star-Architekt Hani Rashid seine Projektarbeit im Showroom von Vitrabad im Kölner Rheinauhafen vor. Rashid ist einer der wichtigsten Vertreter des digitalen Bauens. Wir von SAK TV befragten Hani Rashid, welche Möglichkeiten die Digitalisierung der Architektur bietet, welche Trends er in der Badarchitektur sieht und wie sein Traumbad aussehen würde. Dank digitaler Tools sind bestimmte Träume tatsächlich Realität geworden. Ich bin überzeugt, vorangegangene Generationen von Architekten hätten diese digitalen Möglichkeiten wirklich gern zur Verfügung gehabt. Wir sind nun in der Lage, über Formen, Strukturen und Funktionsweisen des menschlichen Lebensraums nachzudenken und dann digitale Werkzeuge anzuwenden, um schnell ein mögliches Endresultat vor Augen zu haben und dieses gegebenenfalls anzupassen. Ich glaube, dass der faszinierendste Aspekt digitaler Tools bei der schnellen und intelligenten Reaktionsfähigkeit auf alle uns interessant erscheinenden Facetten liegt. Richtig angewendet, halten wir also ein großartiges Tool in den Händen. Welche Trends sehen Sie in der Architektur des Badezimmers? Interessanterweise ist das Badezimmer dabei, sich als architektonisches Objekt stark zu mausern. Das Bad war in der Geschichte der Architektur immer ein wenig besprochenes Thema. Ich glaube aber, dass mit dem Aufkommen des Modernismus eine konstante Aufwärtskurve und eine Veränderung der Einstellung zum Badezimmer stattgefunden hat. Es ist nun ein Ort der Gesundheit, des Wohlbefindens, der Wellness. Ich denke, damit ist die Hauptrichtung, in die sich die Badezimmerarchitektur bewegt, gut beschrieben. Sehen Sie, wir entwerfen jetzt Projekte sowohl in Miami als auch in Moskau. Und die Badezimmer, die wir designen, sind keine vom Rest des Haus getrennten Räume mehr, sondern echte Lebensräume. Sie sind Orte des Wohlbefindens und der Gesundheit. Sie sind gut belüftet. Sie sind Zimmer mit Aussicht. Ausstattungen und Denkansätze entsprechen schönem, zeitgenössischem Design. Die Wichtigkeit des Badezimmers nimmt immer weiter zu, denn wir entdecken gewissermaßen, wir begreifen endlich, dass wir als Menschen Organismen sind und dass ein Organismus in allen Aspekten des Lebens gut versorgt sein will. Es geht nicht mehr nur um das Wohnzimmer oder den Familienbereich. Schwerpunkte gehen verstärkt in Richtung Küche, Badezimmer und so weiter und so fort. Ich glaube, dass diese Entwicklung in nächster Zeit immer öfter zu sehen sein wird. Immer mehr neue Materialien werden eingesetzt und immer mehr Technik kommt ins Spiel. Ich arbeite zum Beispiel momentan an einem Projekt in Korea, wo wir sogenannte Gesundheitsbadezimmer kreieren. Wenn Sie einen solchen Raum betreten, werden im Prinzip all Ihre Lebensfunktionen anhand verschiedener Aspekte überwacht, von Gewicht bis BMI und Ernährung und so weiter. Diese Informationen, die Hinweise darauf geben können, wie es gesundheitlich um Sie steht, werden dann katalogisiert und zu Ihrem Arzt weitergeleitet. Darum glaube ich, dass Badezimmer immer wichtiger werden, um unsere Körper zu verstehen. Wie sieht Ihr Traumbadezimmer aus? Wie bereits erwähnt, glaube ich als moderner Mensch, wie übrigens viele andere auch, dass das Bad nicht mehr rein funktionell sein sollte. Es wird vielmehr zum Ort, der meine Gesundheit überwacht. Mein Bad ist zum Beispiel mit Elektronik ausgestattet, die all meine Vitalfunktionen aufzeichnet und diese Informationen an Apps und Ärzte weiterleitet. Ich glaube, dass sich ein Badezimmer in Zukunft immer weiter von der krankenhausähnlichen Einrichtung wegentwickeln wird, an die unsere Badezimmer heute noch zu oft erinnern. Unsere Bäder sind immer noch kalt und unnahbar, trotz besten Designs. Darum geht mein Denken in Richtung warmer, natürlicher Materialien. Ja, Badezimmer werden Erweiterungen unseres Ichs mittels unserer Lebensumgebung. Diese organischen Zusammenhänge finde ich wirklich sehr interessant. Wie sieht ein Traumbadezimmer aus? Schwer zu sagen. Ich denke an die besten Bäder, die ich je gesehen habe. In Rio, in Cannes, in Japan oder in Berghütten, wo sie in die natürliche Umgebung integriert schienen. Ich glaube, diese Art von Badezimmerlandschaften wird für unsere Häuser immer normaler und dies wird sich bald in den Wünschen der Menschen widerspiegeln. Ich bin überzeugt, wir nehmen immer mehr Abstand vom pompösen Überdesign-Badezimmer, bei dem es nur um Status geht. Es gab tatsächlich eine Zeit, in der ein Badezimmer Status ausdrücken sollte. Ich glaube jedoch, dass die besten Statussymbole heute Gesundheit und Wohlbefinden sind.
Vitra Bad will auch 2016 die erfolgreiche Marktentwicklung fortsetzen und dabei spielt der Objektbereich eine wichtige Rolle. Gerade der Objektbereich wird in 2016 weiter ausgebaut werden. Wir sehen hier Potenzial für Wachstum neben unserem klassischen Geschäft und natürlich neben den Hausmarken. Das zeigt auch unsere Produktpalette, die genau auf diese Zielgruppe ausgerichtet ist. Nehmen wir ein Beispiel. Unsere Kollektion Conforma im barrierefreien Bereich oder unsere Kollektionen Metropol und S50 im designorientierten Bereich und natürlich für den alltäglichen Gebrauch. Und letztendlich auch unsere spülrandlosen WCs und ganz neu unsere Dusch-WCs, die die Produktpalette abrunden. Sie sehen also, unser ganzer Produktbereich ist auf das Objektgeschäft ausgerichtet. Umfangreiche Marktauftritte sind 2016 geplant. Als erstes freuen wir uns natürlich, unsere Kunden auf der SHK in Essen begrüßen zu können. Darüber hinaus gibt es natürlich ganzjährig die Hausmessen unserer Großhandelskunden. Tolle Gelegenheit natürlich, unser ganzes Sortiment kennenzulernen, ohne allzu großen Aufwand oder große Anreise. Zusätzlich besuchen wir und nehmen wir auch an den entsprechenden Messen der Wohnungswirtschaft und der Architektur teil. Wir planen natürlich weiter unsere Projektwerkstätten ganzjährig und zum Beispiel spezielle Themen zu bearbeiten, wie zum Beispiel Wohnen im Alter. Hier sprechen wir mit Experten, um Lösungen für Wohnungswirtschaft und Handwerk zu entwickeln, die wir dann entsprechend mit unseren Kunden vermarkten. Ein weiteres ganzjähriges Projekt, an dem wir alle arbeiten, ist unser Service Level. Zum einen natürlich der Ausbau des Objektgeschäftes, zum anderen der Ausbau unseres Kundendienstes. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch die Logistik. Hier haben wir eine Optimierung von Lagerung und Transport vorgenommen, indem wir ein ganz neues Logistikzentrum bezogen haben, sodass natürlich im Endeffekt ein rundum sorglos Paket für unsere Kunden aus der planerischen Seite, aus Großhandel und Handwerk entsteht. Das war unsere Reportage in dieser Woche. Schalten Sie doch auch morgen zu unserer Marktsendung ein. Und bis dahin, machen Sie es gut.